Ich habe wenig Kohlenhydrate. So, wenig Kohlenhydrate. Die Kartoffel mit weniger Kohlenhydraten bzw. weniger Kalorien. Wow. Revolution, könnte man sagen. Gibt es seit Anfang 2021 überall zu kaufen. Bei Kaufland, glaube ich, exklusiv noch, ist eine gezüchtete Kartoffel mit weniger Kohlenhydraten. Ja, wir gucken sie uns an in diesem Video und ich möchte ein bisschen dem Ganzen den Zauber nehmen, denn Kartoffeln haben eh nicht so viele Kalorien, sind 30% weniger Kohlenhydrate, wohlbemerkt nicht Kalorien. Am Ende hat das Ding 16 Kalorien weniger. Who cares, würde ich dann nur sagen. Es gibt Leute, die gehen steil drauf und denken sich, boah, geil, endlich eine Lower Carb Kartoffel. Aber wie gesagt, der Unterschied ist marginal. Über den Sinn und Unsinn kann man sicherlich diskutieren. Ihr kennt meine Einstellung zu solchen Sachen, grober Schwachsinn. Und Leute, die jetzt wirklich nur noch sowas kaufen, sollten halt überlegen, ob das wirklich so sinnvoll ist. Aber dann würde wieder das den Rahmen des Videos sprengen. Ich möchte sie euch einfach nur kurz vorstellen. Und wie gesagt, ich lasse dann immer so ein bisschen unterschwellig und ein bisschen oberschwellig meine Kritik an der ganzen Sache durchfließen. 1,5 Kilo sind drin. Ich glaube, ich habe 2 Euro oder 2,50 bezahlt. Ist ein bisschen teurer als Standardkartoffeln. Hängt natürlich auch von der Saison ab, wann Kartoffeln geerntet werden. Ja, Linella, die leichte Kartoffel. Speisekartoffeln mit reduziertem Kohlenhydratanteil. Ich lese vor. Unsere Linella, der leichte Kartoffelgenuss, ist eine neu entwickelte Kartoffel mit einem reduzierten Anteil an Kohlenhydraten. Was bedeutet das Ganze? Mehr Wasser, nichts anderes. Gleichzeitig verfügt sie über all die Nährstoffe und Vitamine, die Kartoffeln so wertvoll machen. Die Linella ist für alle Gerichte geeignet. Ganz besonders empfehlen wir Linella als Salz- oder Ofenkartoffel. Mache ich natürlich gleich auch. Ihr milder Geschmack wird sie überzeugen. Linella, das ist Genuss mit Leichtigkeit. Ja, wisst ihr Bescheid? Woher das Ganze kommt, wie gesagt, die werden die irgendwie gezüchtet haben, dass sie einfach weniger Kohlenhydrate hat, sprich einfach weniger Nährwerte. Es gab Zeiten, da haben die Menschen sich darüber gefreut, dass etwas viel Nährwert hat, denn zum Beispiel in Hungersnöten oder sowas, die Kartoffel wurde ja, kennt ihr übrigens die Geschichte? Da gab es mal vor, was weiß ich, wie vielen 100 Jahren irgendwie so einen Typen, der, früher dachte man, die Kartoffel wäre vom Teufel, weil sie in der Erde angebaut wird. Also das ist wirklich so und die Menschen haben sie nicht gegessen. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das hat wirklich gestimmt. Könnt ihr mal nachgoogeln. Und dann hat irgendwie so ein schlauer König, Prinz, Großherzog, so wie noch, irgendwie die Idee gehabt. Achso, genau, dann kam es Hungersnöte und die Leute waren am Verrecken, weil sie nichts zu essen hatten. Und dann kam so ein schlauer Typ auf die Idee, weil man wusste, dass Kartoffeln halt zum Essen geeignet sind, aber die Leute haben es wohl nicht gegessen, weil sie eben dachten, sie sind vom Teufel, weil sie in der Erde wachsen. Dann hat so ein Typ die Kartoffelfelder bewachen lassen. Ja, tagsüber mit Wachen, damit die Menschen sehen, oh, da muss ja irgendwas Wertvolles dran sein. Irgendwie so war die Geschichte. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Und nachts hat er die Felder nicht bewachen lassen. Warum? Und dann sind die Menschen hin und haben nachts die Kartoffeln irgendwie halt abgezogen aus der Erde und haben sie dann gegessen, weil sie dann dadurch dachten, oh, das muss irgendwie was Wertvolles sein. Irgendwie so ganz stimmig ist das nicht, aber so ungefähr war die Geschichte, wie ich sie mal gehört habe. Jedenfalls, dass mit diesen, dass die Menschen dachten, dass die vom Teufel sind, das stimmt schon. Früher gab es viele komische Gedanken. Nichtsdestotrotz, aus der Erde kommen sie tatsächlich. Ich habe übrigens vor einiger Zeit Erde, Kartoffeln in Boden eingepflanzt und werde sie bald ernten. Doch jetzt kommen wir zu der ganzen Sache hier. Also, eine Sache, die ich euch noch dazu erzählen möchte. Denkt dran, man sollte es nicht übertreiben mit solchen Dingen. Ich finde das einfach irgendwie witzig, dass es sowas gibt, gleichzeitig aber auch absolut unnötig. Denn wie gesagt, der Unterschied ist marginal. Das seht ihr jetzt auch gleich, wenn wir uns mal die Nährwerte anschauen. Es ist hier ein bisschen komisch aufgezeichnet. Hier sieht man quasi die Werte pro 100 Gramm. Ne? Und hier sieht man dann, wie sich die Kalorien dadurch zusammensetzen. So ungefähr. Ne? Also man hat 58 Kalorien, 1,8 Kalorien kommen von dem Fett. Und so weiter, 44 Kilokalorien kommen von den 11 Gramm Kohlenhydrate. Wohlbemerkt, das ist dann eben ungefähr 30% weniger, also normale Kartoffel ungefähr, was weiß ich, 15 ungefähr. Eiweiß ist natürlich auch drin und dadurch, dass es eben Eiweiß auch Brennwert gibt, genauso wie Fett, ein bisschen zumindest, ist eben am Ende der Kaloriengehalt nicht um 30% geringer, sondern nur der Kohlenhydrateanteil. Genau, also
der Unterschied ist tatsächlich eher gering. Ihr könnt ja rein theoretisch auch eine normale Kartoffel nehmen und nehmt dann ein Glas Wasser dazu. Dann habt ihr genauso große Menge gegessen und die gleiche, was hier drin ist, weil hier ist einfach mehr Wasser drin. Denn wenn man das dann quasi zusammenrechnet, also die Angaben pro 100 Gramm, addiert, alles was dann nicht 100 ist, ist Wasser. Also man würde jetzt hier zusammenzählen, 0,2 Gramm Fett plus 11 Gramm Kohlenhydrate sind 11,2 plus 2,4 Ballaststoffe und so weiter plus 14. Also ungefähr plus 2 Gramm Eiweiß sind ungefähr 14. 15, ungefähr 16 Gramm irgendwas, der Rest ist Wasser. So, und bei einer normalen Kartoffel, wenn ihr das zusammenrechnet, werdet ihr mit Sicherheit einen höheren Wert haben und daran werdet ihr sehen, dass da dann quasi weniger Wasser drin ist und hier mehr Wasser. Also ihr esst einfach mehr Wasser. Total absurd eigentlich das Ganze, dass man sich freut, hey, jetzt esse ich mehr Wasser und es hat weniger Kalorien. Dann kann man ja gleich dahin gehen und nur noch Blumenkohl essen, wenn es danach gehen will. Aber auch das denke ich, Leute, nein, übertreibt es nicht. Gut, etwas ganz Witziges, was ich euch auch noch erzählen wollte, woran man das auch sehen kann, sind zum Beispiel mit dem Wasser. Denn in vielen Lebensmitteln, auch wenn man es gar nicht glaubt, ist Wasser. Und es ist einfach so ein, Infowissen. Wenn man wissen möchte, wie viel Wasser irgendwo drin ist, warum auch immer, dann kann man einfach alles zusammenzählen, was auf der Packung steht. Und der Rest ist prinzipiell Wasser. Ich zeige euch das mal an einem ganz interessanten Experiment. Und zwar zeige ich euch das mal hier an einem Nudelexperiment. Tulli-Nudeln. Da ist tatsächlich auch Wasser drin. Ja, die sind ungekocht, aber es ist Wasser drin und zwar nicht unerheblich. Woran sieht man das? Man rechnet zusammen 2,5 plus 70 plus 3 plus 13 ungefähr 58 müsste das 88,5 müsste das ungefähr sein. Der Rest ist Wasser. Doch tatsächlich, das kann ich euch mit einem Experiment zeigen. Und zwar einfach ein Glas, wohlgemerkt durchsichtig am besten. Machen wir es voll mit Nudeln. So, dann machen wir jetzt einen Deckel drauf und so kommt das jetzt in die Mikrowelle und dann wird volle Pulle gegeben und ihr werdet sehen, es wird sich Wasser bilden, weil die Mikrowelle erhitzt eben nicht die festen Bestandteile, sondern das Wasser. Das Wasser ist ein Dipol, eine Mikrowelle hat die Eigenschaft, Dipole anzuregen. Wasser ist ein Dipol, Kohlenhydrate ist kein Dipol, Fett auch nicht, Ballaststoffe auch nicht, Eiweiß auch nicht. Und deswegen wird jetzt hier quasi nur das Wasser erhitzt. Man muss übrigens aufpassen, die anderen Sachen können trotzdem unter Umständen verbrennen. Und wir werden gleich Wasser sehen. So, ich habe das Ding jetzt hier in die Mikrowelle getan. Leider sieht man es nicht. Es spiegelt nur ein bisschen. Wir warten jetzt einfach einen Moment und erhitzen das ein bisschen. Und ihr werdet gleich Wasser sehen, wenn ich das raushole. So. Wie gesagt, es verbrennt ein bisschen was, aber hier, Achtung, könnt ihr es sehen, das Wasser hier drin, ich zeige euch das. Seht ihr das? Da ist das Wasser aus den Nudeln, hat sich im Glas angeschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr das durch die Kamera so gut seht, aber hier ist das Wasser aus den Nudeln. Interessant, nicht wahr? Es verwundert wahrscheinlich nicht, dass die Kartoffeln genauso aussehen wie normale Kartoffeln. Ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen... Also ich koche sie natürlich wie andere Nudeln. Ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen weicher sind. Vielleicht liegt es daran, dass weniger Kohlenhydrate drin sind, damit weniger Bindung in der Kartoffel. So, das ist das Einzige, was mir auffällt. Ansonsten riechen sie auch wie Kartoffeln. Aber irgendwie so ein bisschen softer sind sie. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie die Kartoffeln schmecken. Sie riechen auch wie normale Kartoffeln. Und natürlich, wie bei anderen Kartoffelsorten auch, hängt es natürlich von dem eigenen Geschmack ab, ob einem die Kartoffeln schmecken oder auch andere Kartoffeln, keine Frage. Ich weiß noch damals, ich habe einmal in meinem Leben eine Kartoffel gegessen, die ich den Rest meines Lebens pur fressen könnte, ohne irgendwas anderes, weil die so unglaublich lecker war. Hat meine Mutter mir erzählt, ja, die habe ich auf dem Markt gekauft und dann bin ich den Markt abgegangen, irgendwie ein paar Wochen später, und habe bei jedem Stand jede Kartoffel gekauft. Ich habe die Kartoffel nicht wiedergefunden. Sie wusste nicht mehr, wie die heißt. Und selbst wenn eine Kartoffel XY heißt, Celia, Annabelle, dann heißt ja nicht, dass die immer gleich schmeckt. Ja, hängt ja auch von dem Boden ab und so weiter, von der Jahreszeit wahrscheinlich. Ich bin jetzt kein Kartoffelexperte, aber logischerweise hängt es davon ab. Jedenfalls, ja, also riecht wie eine Kartoffel, ist ein bisschen heiß hier. Ist jetzt wie gesagt nur gesalzenes Wasser. Schmeckt wie eine Kartoffel. Aber wirklich, mir kommt es so vor, als ob sie weniger Konsistenz hat, also weniger Festigkeit, was wohlbemerkt Sinn macht. Sie ist irgendwie nasser innen drin. Schmeckt aber ganz okay. Schmeckt wie eine Kartoffel. Gibt es nichts zu meckern. Wie gesagt, dieses Nasse gefällt mir aber nicht so. Und ich persönlich
mache Kartoffeln auch inzwischen selten in Wasser, außer ich koche größere Mengen. Ich mache mir die meistens in der Mikrowelle, weil dann bekommen die eine geile, cremige Konsistenz und werden viel leckerer und sind vor allem viel, viel schneller fertig. Da muss man nicht mehr so ewig warten. Das kommt aber in einem anderen Video. Und was ich übrigens parallel mache zu dem hier, nur so als Hinweis, da sind schon die Kartoffeln für die Mikrowelle. Und na jedenfalls, ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Würdet ihr diese Kartoffeln kaufen? Wenn ja, seid ehrlich, hier wird ja keiner verurteilt. Das ist ein anständiger Kanal, wir sind alle nett zueinander. Warum würdet ihr das kaufen? Seid einfach ehrlich und dann diskutieren wir ein bisschen. Ich persönlich finde es absolut unsinnig. Ich weiß aber, dass gerade in der heutigen Zeit Fitness, Low Carb, wenig Kalorien total angesagt ist. Und es wird Leute geben, die es kaufen und die es nur noch kaufen. Ich persönlich verstehe es nicht. Vor allem, weil der Unterschied marginal ist. Wenn es jetzt irgendwie eine Kartoffel wäre, die irgendwie insgesamt was weiß ich, halb so viel Kalorien hat und genauso schmeckt wie eine normale, dann würde ich sagen, okay, das ist cool, das kann ich verstehen, dass das dann Leute kaufen, wie ich verstehe auch, also ich persönlich, ich kaufe keine normale Cola, weil ich kann Cola Zero kaufen. Das ist für mich absolut unnötig, weil ich finde normale in den Cola Light genauso lecker wie eine Cola mit Zucker. Weil davon ab, dass man sich den Geschmack irgendwann kaputt macht, wenn man nur noch Süßstoffsüße gewöhnt ist. Aber trotzdem, da kann ich das verstehen, aber hier der Unterschied ist marginal. Wofür? Meine persönliche Meinung, eure Meinung gerne in die Kommentare. Daumen nach oben, Abo nicht vergessen und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Adieu und ciao.